Momentan ist es so trocken in der Schweiz wie seit langem nicht mehr. Sehr wenig Regen und die Hitze trocknet unsere Gewässer immer mehr aus. So sieht es zum Beispiel das Bad Ragaz aus am Giessensee. Vorher-Nachher-Bilder vom Sentisersee am Alpstein zeigen, der Bergsee ist praktisch leer. Und auch die Gletscher schmelzen wie verrückt. Wegen der Eisschmelze kommt zwischen den Kantonen Waadt und Wallis ein 2000 Jahre alter Pass wieder führen. Die Trockenheit, die Hitze und die sinkenden Pegel in den Gewässern ist vor allem für die Fische ein akutes Problem. Der Schweizerische Fischereiverband sagt, es findet ein historisches Fischsterben statt.